Ja, Radio B2 ist hier Chefsache Macher im Gespräch. Ein herzliches Willkommen. Mein Gast heute wurde am 7. Juni 1943 in London geboren. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes, oder? Ja, ich habe zwei Kinder. Ja, zwei Kinder und Enkel hat er auch noch. Ja, fünf Stück. In den 60er und 70er Jahren hat er ganz viele Hits gehabt. Das Supergirl oder die 7-Meilen-Stiefel, wähle 333 auf dem Telefon und. Ob auf der Radio B2 Schlagerreise oder bei vielen anderen Radio B2 Veranstaltungen, er ist oft mit dabei. Und schön, dass er jetzt bei mir im Studio ist. Graham Bonney, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier bin. Graham, deine letzte Chartplatzierung, hat man nachgeguckt, war 1973 mit Ich hab die ganze Nacht nur noch an dich gedacht. 47 Jahre ist das her. War früher alles besser? Es war anders. Aber wir denken vielleicht, es war besser, weil wir haben so viel Spaß gehabt damals mit unserer Musik. Und das war andere Zeiten, aber heute macht mir auch Spaß. Ja, was war damals anders? Warum hat man damals vielleicht mehr Spaß gehabt? Weil wir haben sowieso zum Beispiel nur drei Sender gehabt. Wir haben die erste, die zweite und die dritte. Im Fernsehen, und, genau. Im Fernsehen und wir haben gewusst, wenn wir haben eine Top-Fernsehshow gemacht, dass meisten Leute in Deutschland haben uns gesehen. Hm. Heute, man ist nie sicher, man macht eine Fernsehshow und es gibt 20 andere Sender, wo die das Publikum einschalten kann. Hm. Und es ist ganz anders heute, aber es macht Spaß. Solange, dass ich auf der Bühne bin, das reicht mir dick und ganz. Genau, es gibt nicht nur 20, aber nachgeguckt, es gibt über 150 deutschsprachige Fernsehsender. Also die Auswahl ist groß, aber die meisten haben wirklich keine Relevanz, so 0,00001 Marktanteil. Ja. Graham Bonney, die lebende Schlagerlegende, mein Gast bei Radio B2 und jetzt das Lied, also ich meine nicht dich, wenn ich das sage, ich habe die ganze Nacht nur noch an dich gedacht. Dankeschön. Graham Bonney. Graham Bonney, Schlagerlegende, mein Gast bei Radio B2 in Deutschland, bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, so ist richtig. Du hast ja jung angefangen, Musik zu machen. Mit 4, ne? Mit 4 Jahre alt, ich bin in die Tanzschule gegangen oder Bühnenschule. Wer hat dich hingeschickt, die Eltern? Meine Mutter, aber ich wollte hingehen, weil meine Schwester, sie ist 1,5 Jahre älter wie ich, sie ist zuerst hingegangen und ich dachte, was meine große Schwester machen kann, kann ich auch. Hm. Und da waren 250 Mädels da. Und ich dachte, das ist was für mich. Mit vier Jahren schon, der Frauenheld. Ja, ich war schon unterwegs. Ja, und dann der Schritt vom Tänzer zum Musiker, das ist ja trotzdem nochmal was. Ja, aber da, wie ich gesagt habe, es war eine Bühnenschule. Ja. Wir haben alles von Acting gelernt, Gesang. Ich habe in der Zeit Ukulele selbst beigebracht zu spielen. Ukulele. Und, und wir haben eigentlich Showbusiness gelernt und da war ich 8 Jahre lang in dieser Schule, dreimal in der Woche und später, das hat mir viel geholfen, muss ich sagen. Ja. Hast du einen richtigen Beruf gelernt, Kfz-Mechaniker, Drucker oder irgendwie so? Ja, ich habe mein Abitur gemacht und, ja. ich mein Ziel war, Commercial Pilot zu sein und aber damals war wenig Positionen für Piloten, weil die meisten kamen aus der RAF. Ja. Und ich dachte, wenn also Royal Air Force. Royal Air Force. Mhm. RAF und heißt in Deutschland immer noch was ganz anderes. Genau. Ja, und da war wenig Plätze für Piloten. Und ich dachte, wenn ich kann Erfolg haben im Showgeschäft, das war meine andere große Liebe, dann habe ich genug Geld, meine eigene Pilotenschein zu machen. Und das habe ich auch gemacht. Hast du gemacht. Und hast mit 16 die erste Band gegründet? Weil ja. Klar war, ich will auf die Bühne, ich will Musiker werden. Ja, wie ich gesagt habe, ich war in die Tanzschule, Business, Showbiz-Schule, bis ich 12 Jahre alt war. Und dann sind wir umgezogen von London nach Basildon, außerhalb London. Und ich könnte nicht mehr hingehen. Und dann in der Zeit, ich war auf dem Land in ein neues Haus und ich habe Sport geliebt. Hm. Fußball, Rugby, Cricket und so weiter. Und das war eine Pause von Musik. Und dann kam Elvis und ich dachte, das ist was für mich. Und ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Bitte, Mutti, für meinen 16. Geburtstag, ich möchte eine E-Gitarre haben.
Und sie war nur Kellnerin, aber sie hat Geld gespart und sie hat mir eine deutsche akustisch-elektrische Gitarre gekauft und ich war so stolz. Und ich habe innerhalb von kurzer Zeit es gelernt und dann habe ich meine eigene Schulband begründet. Und so ging es weiter. Ich war in mehreren Bands. Genau, da wart ihr unter anderem auch im Hamburger Stahlclub. Also da, wo ja, die Beatles, ich war in 63 in der Stahlclub, ja. Hamburg. Das war was. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir hören jetzt deinen größten Hit. Supergirl, Graham Bonney bei Radio B2, und weil wir deutscher Sender sind, deutschsprachiger Sender sind, ja, die deutsche Version. Zum, okay, Englischsprachigen, was du ja auch natürlich gut kannst als Muttersprachler, kommen wir gleich. Graham Bonney. Radio B2 ist hier Chefsachemacher im Gespräch. Das Interview der Woche. Graham Bonney, lebende Schlagerlegende, ist mein Gast. Supergirl haben wir gerade gehört. Ein Riesenhit in Deutschland. In England war das Lied nicht so erfolgreich, ne? Es war erfolgreich im Radio. Wir haben damals unser Piratenschiff Radio Caroline und Radio London, ja, Gott sei Dank, weil die haben endlich Popmusik gespielt. Die BBC war ziemlich faul in diese Richtung. Ja. Und ich war Nummer 1 in Radio Caroline und Radio, ja, London Nummer 2. In den Verkaufscharts Nummer 19 in England, in Deutschland Nummer 8. Ja, aber das war ein Radio-Hit. Das hat mich, wie sagt man, hochgebracht. Ja. Und Gott sei Dank war die Piratenschiff da, weil Mike Leckie Bush, der Regisseur von Beat Club, hat, genau, über die Nordsee gehört, weil die Schiffe waren in der Nordsee. Und hat mich nach Deutschland gebracht und dann ging's los. Hey, Supergirl, war ein Millionseller. Also wie viel hat's genau verkauft? Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Aber ich war sehr glücklich, als ich habe meinen Checks bekommen. Ja, und die Entstehungsgeschichte dieses Liedes ist auch fantastisch. Aufgenommen in einem ganz berühmten Studio. Ja, in Abbey Road Studio 2, wo die Beatles waren. Und was viele Leute nicht wissen, die Beatles haben immer ihre Songs aufgenommen in Studio 2 und die haben ihren eigenen Schrank. Und als wir haben Supergirl aufgenommen, uns hat ein Offbeat gefehlt, ein Sound. Und wir haben gehört, in diesem Schrank hat die Beatles ganze Menge verrückte Instrumente von Asien von einer Tournee zurückgebracht. Und so, wir sind eingebrochen und wir haben Jawbones gefunden. Und das war man muss es schlagen. Okay. Besser als ein Tambourine. Und vielen Dank, die Beatles. Das war der Offbeat für Graham Bonney's Supergirl. Und es saßen im Kontrollraum in diesem Studio immer, ja, ganz berühmte Leute. Wer denn zum Beispiel, als Supergirl aufgenommen wurde? Der Sound Engineer war Norman Smith, später Hurricane Smith. Er hat auch selber Hits gehabt. Da war eine kleine Junge, der war 14, 15 Jahre alt, auf der Barhocke in die Ecke, das heißt Tape Boy. Ja, der hat immer die Bänder vor und zurück gespult. Mehr nicht, der hat nie ein Wort gesprochen, war ganz brav. Und das war später der Tim Rice. Ja, da habt ihr eine ganz tolle Begegnung gehabt. Du hast im Flugzeug unglaublich gesessen. Unglaublich, ja. Irgendwann kommt ein Mann mit einem Kind, setzt sich neben dich und spricht dich an und sagt, ja, Graham, wie geht's? Was macht die Musik? Und du sagst, kennen wir uns, ja. Und er hat gesagt, ja, ich war dein Tapeboy. Aber ich habe ihn nicht erkannt. Klar. Und ich habe gesagt, was machst du jetzt? Bist du immer noch beim EMI? Und er hat gesagt, nein, ich habe den verlassen. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich versuche Popmusik zu komponieren. Hast du Erfolg gehabt? Nein, leider nicht. Ich habe gesagt, gib nicht auf, mach weiter. Was machst du jetzt? Er hat gesagt, ich schreibe Musicals, ich versuche Musicals zu machen. Und ich habe gesagt, mein Gott, das ist aber schwer, aber ja, gib ja nicht auf. Hast du Erfolg gehabt? Ja. Jesus Christ Superstar, Vita. Ja, Wahnsinn, Tim Rice. Eine, Tim Rice, ja. Aber er hat nur gelacht. Er hat wirklich nur gelacht. Das ist ein ganz lieber Kerl. Ja, wir hören jetzt Musik von dir auf Englisch. Thank You Baby, deine Muttersprache. So heißt übrigens auch eine CD, die deine Frau Iris, hier im Studio sitzt sie gerade ganz gemütlich im Sessel in der Ecke, entdeckt hat mit Aufnahmen von dir. Es sind über 30, komplett englischsprachig, die du irgendwann mal in diesen Abbey Road Studio 2 aufgenommen hast und auch eine verrückte Geschichte. Also du hast gar nicht mehr geglaubt, dass es die Takes noch gibt. Nein, ich habe die seit über 40 Jahren nie gehört. Mhm. Und
ja, ich dachte, die Bände sind verloren oder so. Und auf einmal bin ich auf Tournee mit der Schlagerlegende hier in Deutschland. Mhm. Und da kommt ein Fan mit dieser CD. Und ich habe gesagt, wo haben Sie das bekommen? Ja, das habe ich gekauft beim Amazon oder wie es heißt. Und dann haben wir ausgekriegt, dass die Firma sitzt in Australien, in Sydney. Und wer hat die Bände bekommen von EMI? Ich weiß es nicht. Aber das macht so einen Spaß, die alte Lieder zu hören. Ich klinge ein bisschen wie Mickey Mouse, weißt du? Aber und viele davon waren ja auch keine Hits oder gar nicht bekannt. Aber du hast sie aufgenommen und es klingt wirklich wie eine Reise zurück in die 60er Jahre. Ihr habt das auch perfekt produziert mit dem Orchester im Studio. Du musstest quasi mitsingen. Die Gewerkschaft hat das so gefordert. Ja, drei Lieder, 3 Stunden. 3 Lieder, 3 Stunden mit kompletter Band. Mit Orchester, mit Chor, mit Streicher, mit Bläser, mit Rhythmus und ja, dann hören wir mal. Thank you, baby. Hier ist Graham Bonney bei Radio B2. Eine wirkliche Rarität. Radio B2. Graham Bonney ist mein Gast bei Radio B2 in Chefsache Macher im Gespräch. Eine Legende, was den deutschen Schlager angeht. Die 7-Meilen-Stiefel, ach ja, die kommen auch noch. 333 auf dem Telefon. Hallo Taxi. Hallo Taxi. Rosemary, my love, Rosemary and Company. Ja. Und ich habe gemerkt, bei der Radio B2 Schlagerreise, da bist du nun, ich glaube, wirklich jedes Jahr mit dabei. Die Leute sind alle textsicher, singen mit. Und wenn Graham auf der Bühne ist, dann sind da über 1000, manchmal 1500 Leute mit vor der Bühne und singen mit, schwufen mit, kennen deine Hits. Ja, ich muss sagen, Hut ab zu diesem Publikum. Deutsche Publikum ist die Beste. Echt, ja? Ohne Frage. Das sagt ein Brite. Warum sind die Deutschen besser als die Engländer? Ja, die sind treu. Ja. Die sind treu. Die begleiten mich durch mein musikalisches Leben. Und das macht so einen Spaß, für den zu singen. Und ich bin erstaunt. Jeden Abend ist ein anderer Künstler da auf Malle. Und die Stimmung ist immer 100%. Ja. Und die trinken gerne eine, aber man sieht nie besoffene Leute oder Ärger oder so. Die freuen sich auf deutsche Schlager. Ja, das ist auch gut so. Radio B2 Schlagerreise immer im Mai auf Mallorca, Calabarca. Calabarca, jawohl. Der Club heißt die Bucht, wunderschön. 1969, Graham war's, die erste ZDF-Hitparade mit einem bis dahin nur relativ unbekannten Moderator. Bisschen Radio Luxemburg hat er gemacht, Dieter Thomas Heck. Und wie kamst du denn in diese erste Ausgabe der Hitparade mit Wähle 333 auf dem Telefon? Ja, das wir waren natürlich, wir haben alle eine Schallplattenfirma und EMI Deutschland Electrola hat die Titel vorgestellt und die haben es genommen. Und das war eine Fernsehshow, nagelneu. Ich glaube, wir waren die erste Mal 5 Tage da und wir haben ins Publikum gesessen. Keiner hat gewusst, was passieren würde mit dieser Show. Mhm. Es war natürlich eine Pop-Show, eine Chart-Show, eine Hitparade, wie es geschrieben ist, Hitparade. Aber wir konnten nicht wissen, wie populär das sein wird. Es war nichts zu fassen. Wie hast du abgeschnitten am Ende? Du warst 20 Mal insgesamt in der Hitparade dabei. Ja, ich bin nicht ganz sicher, wie oft, aber das war eine Sensation für mich. Und was toll war, ich habe von Truckbrands die erste Klapperboard bekommen. Das war der Regisseur. Der legendäre Truckbrands. Ja, der legendäre. Der war nicht einfach, aber der hat gewusst, ich will es so und so wird es, ich kriege. Ja. Der war hart, aber fair. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit ihm, Gott sei Dank. Der war immer sehr nett zu mir und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Welche legendäre Geschichte rankt um dich und Dieter Thomas Heck? Man hört ja so von verschiedenen Künstlern die eine oder andere Story. Cindy Berger hat mal erzählt, dass sie beim Dieter, wenn er mit dem Auto vor dem Hotel geparkt hat, raus sind, sich den Schlüssel organisiert haben vom Concierge, den Wagen in die verkehrte Richtung geparkt haben. Am nächsten Morgen stand der Heck vom Auto und dachte,
ich bin doch vorwärts reingefahren, warum steht der Wagen jetzt rückwärts drin? Ja, und immer solche Dinge, aber alles kann ich natürlich nicht sagen im Radio. Aber eine, die letzte Abend von einer Tournee haben wir nur Mist gemacht, mit jeder. Und der Dieter hat gerne Witze erzählt auf der Bühne. Und was wir gemacht haben, ich und ich glaube Bernd Kluwe, wir haben ein Mikrofon in die Toilette mitgenommen und jedes Mal, er hat einen Witz erzählt, haben wir volle Pulle die Toilette laufen lassen. So, das kommt durch die Lautsprecher ins Publikum, aber das war's zum Schreien. Dieter war gut für Spaß. Ja, und hatte ja viele immer so zur Begrüßung geküsst. War das später so eine Angewohnheit, also auch die Männer immer auf den Mund geküsst, oder hat er es von Anfang an gemacht? Später. Als wir näher zusammengekommen sind. Wir haben es gemerkt, wir waren ein Team. Der war immer solche Leute da, Michael Holm und Bate Illich. Und wir waren eine sehr gute Clique zusammen. Ich bin immer noch sehr eng befreundet mit Tina York, mit Peter Petrell, mit Bate Illich. Und damals haben wir uns auch sehr gut verstanden. Ja, jetzt wählen wir mal 3 Ziffern auf dem Telefon. 3 mal die 3. Wähle 333 Graham Bonney bei Radio B2. Das räumt sich ja sogar toll. Ja. Radio B2 ist hier Chefsachemacher im Gespräch. Und während die Musik lief, war die Iris, die Frau von Graham, im Hintergrund sitzt sie ganz gemütlich im Sessel nochmal und sagt, hey, der Graham war nicht 20 Mal. Ich habe genau nachgezählt, er war 27 Mal in der ZDF-Hitparade. Damals 27 Mal nach Berlin geflogen. Ja, guck mal. Hin und zurück. Das war noch ein Abenteuer. Nur mit Pan Am oder British Airways oder so. Ist denn die Iris, die früher mal Stewardess war, ist sie denn auch sonst so pedantisch? Also zu sagen, wirklich, da ist einmal mehr und einmal weniger. Ja, sie ist sehr deutsch. Mein Leben ist ich habe sehr viele Ordnung in meinem Leben. Bekommen, oder? Bekommen. Ja, durch sie. Bekommen, ja. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Sie ist Stewardess, du warst ja quasi Hobbypilot. Wolltest richtig Pilot werden? Ich bin eigentlich. Ja, ich bin mit meiner Maschine von London nach Düsseldorf geflogen oder Köln. So eine Piper oder Cessna? Piper Cherokee, PA 28. Und wenn ich nicht mit meinem Flugzeug geflogen bin, dann bin ich mit British Airways geflogen. Und meine Frau hat für British Airways gearbeitet und über Zeit haben wir uns da kennengelernt. Okay, also einfach so am Flughafen und hallo. Am Flughafen, beim Check-in und so weiter. Wer bist du? Kennst du mich nicht? Am Anfang, ich habe so gemacht. Also gezwinkert. Gezwinkert und sie hat mir ihren Rücken gezeigt. Ja, und warum hat sie irgendwann nicht mehr den Rücken, sondern die Augen gezeigt? Ja, und das war ein paar Wochen später, weil ich war befreundet mit der Chef von Pan Am. Ja. Und der hat kein Auto gehabt, aber er hat in der Nähe von Iris gelebt. So, die sind zusammen mit Iris' Auto nach Düsseldorf Flughafen gefahren. Mhm. Und er hat gesagt, komm mal vorbei, der Graham hat eine Show in Wuppertal und er hat sie mitgebracht und da haben wir uns kennengelernt. Na, guck mal an. Ja. Und sie als Stewardess damals viel unterwegs und du warst eigentlich derjenige, der zu Hause den Job gemacht hat, in der Küche gekocht hat für die Familie. Nein, so war es nicht, weil sie hat auf dem Boden gearbeitet für British Airways, nicht auf Stewardess. Und dann sind wir haben die Augen verloren von uns und dann später kamen wir wieder zusammen. Und dann ein Jahr in 84 haben wir geheiratet. Ja, und ich habe irgendwo so eine schöne Geschichte gelesen, da stand dann drin, meine Frau, die kocht nicht. Ich war immer derjenige, der in der Küche das Sagen hatte. Ja. Ist das noch so? Es ist noch so. Sie arbeitet ins Büro und ich hasse es. Ich meine, die Tage, wo man sagt, eine Frau gehört in die Küche, sind lange vorbei. Ist Blödsinn. In meiner Familie, mein Sohn kocht, mein Schwager kocht. Ich koche und mir ist lieber, dass ich kann ein bisschen kreativ in die Küche sein. In der Zeit sortiert die ganze Mist aus mit Verträgen und so weiter ins Büro. Und es funktioniert. Jetzt gibt es ja dieses Vorurteil, die Briten haben, was gutes Essen angeht, überhaupt keine Ahnung. Ah, die haben keine Ahnung. Ich habe Promi-Dinner gewonnen. Ich weiß, lange her, ne? Ja. 2005 oder wann war das? 2009? Moment, nein. Das war für 10 Jahre.
Ja, 2009, 2010, ja. Ja. Was gab es zu essen? Mit was hast du gewonnen? Lammkeule mit Knoblauch, Rosmarin. Yorkshire Puddings, Roast Dinner. Ja. Mit Zimt Parfait und Waldorf Salat. Ja. Und Amuse-Bouche war große Garnelen in Coconuts, Fleisch mit einer speziellen Soße. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, das war lecker, ich muss sagen. Ja. Wie oft machst du das wirklich noch zu Hause? Oder ist das die Ausnahmen an Festtagen, Feiertagen? Nein, ich mache es regelmäßig. Ich koche sehr gern. Das beruhigt man. Aber ich will immer alleine sein in die Küche. Ja. Dass die anderen nicht sehen, was da reingeht. Und nie Fernweh? Fernweh? Ja klar, wir haben Fernweh. Wir beide reisen sehr gerne zusammen. Und dann zieht ihr euch die 7-Meilen-Stiefel an. Ja, genau. Graham Bonney bei Radio B2. Graham Bonney, Schlagerlegende, Mann, Gast bei Radio B2 in Chefsache, Macher im Gespräch. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, meine Güte, der hatte vor, weiß ich, 47 Jahren seinen letzten Hit in den Charts und singt immer noch die alten Sachen. Aber es ist gar nicht so, sondern du hast eine neue Platte gemacht, hast uns sie auch mitgebracht. Ja. Und wie arbeitest du? Also, was sind deine Ziele, wenn du heutzutage alle paar Jahre eine neue Platte machst? Die Situation ist folgendes. Heute habe ich mein eigenes Studio. Das war damals am Anfang immer mein Wunsch, aber es war leider nicht möglich. Wenn man einen Schallplattenvertrag haben möchte, dann muss man alles aufnehmen in Abbey Road oder Polydor oder so. Aber heute ist die Technik für jeden da. Und ich habe meine Augen und Ohren immer auf für etwas Neues. Meine Frau sagt, ich bin ein bisschen faul, wenn es geht um Komponieren jetzt. Abends zu komponiere ich was, aber normalerweise, ich habe Freunde, die schicken mir Lieder und wenn es mir gefällt, dann gehe ich in mein eigenes Studio in meiner Zeit und ich produziere es. Und es muss nicht etwas, was up-to-date sein. Ich bin ein bisschen arrogant in der Art. Ich nehme es auf, was mir gefällt. Genau, und es ist auch nicht mit dem Ziel, weil ich danach gefragt habe, du willst und musst auch gar nicht sagen, ich muss jetzt hier nochmal groß in die Charts kommen. Ich mache es für mich und für die Fans, die ich habe, oder? Ja, genau. Und der Beweis ist da, weil ich gehe auf die Bühne und ich nehme meine Gitarre und ich haue rein mit dieser Sache. In den Abbey Studios war Tim Rice, der weltberühmte Musical-Komponist. Dein Tape-Boy hat die Bänder vor und zurück gespielt. Nun, Bänder gibt's nicht mehr, aber wer ist heute quasi der Boy am Computer? Wird das auch mal eine Riesennummer bei dir zu Hause da? Für mich? Ja. Ja, ich habe einen Sound-Engineer, der mein Studio dirigiert, kann man sagen, weil der Technik, es ist jeden Monat neu. Komplex. Und der arbeitet mit mir seit 35 Jahren und ich sitze immer hinter ihm und sage, ich möchte das und ich möchte das und ich möchte das. Mhm. Ich arbeite gerne im Studio, aber ich singe nicht gerne im Studio. Wo singst du denn dann? Lieber auf der Bühne? Ja, auf der Bühne. Dann mache ich meinen Mund auf, wenn ich auf der Bühne bin. Weil das Feedback sofort kommt, also die Reaktion des Publikums. Aus dem neuen Album, Graham. Was sollen wir spielen, wo du sagst, habe ich neu komponiert, ist frisch und ist, da stehe ich voll dahinter? I'm Going Down ist ein Titel, was ich komponiert habe. Mhm. Oder auf Deutsch, Rock'n'Roll in Deutsch, Die Nacht. Ja. Und das ist etwas, was ich habe mit meiner Frau geschrieben. Na komm, dann hören wir das jetzt. Ja, Rock'n'Roll in Deutsch, Die Nacht, warum nicht? Graham Bonney bei Radio B2. Graham Bonney, mein Gast bei Radio B2 in Chefsachenmacher im Gespräch. Ganz viele Hits hat er gehabt. 7-Meilen-Stiefel, wähle 333 auf dem Telefon. Ich habe die ganze Nacht nur noch an dich gedacht. Ja. Und so weiter. Als ich dich heute mal gegoogelt habe, ja, habe ich mich kurz erschrocken. Da habe ich ein Foto von dir gesehen, siehst du? Ja. Und darunter eine Werbeanzeige, Patientenverfügung als PDF. Und ich habe mich natürlich gefragt, du bist ja nun auch schon, gehst ja auf die 80 zu. Ja. Ja. Hast du sowas wie eine Patientenverfügung, also dafür gesorgt, dass im Grunde in dem Moment, wo
du nicht mehr in der Lage wärst, selber zu entscheiden, Maschinenoperation, ja oder nein, dass die Iris beispielsweise das entscheiden darf? Ja, wir reden nicht sehr oft über das. Wir sind beide ziemlich gesund, wir haben kleine Probleme wie jeder. Aber das ist ja kein Thema, was mit gesund oder nicht, sondern im Grunde ja in jedem Alter heutzutage gemacht werden soll, um quasi das andere Angehörige die Möglichkeit haben zu entscheiden, wenn es im Leben... Ja, die können mit mir machen, was sie wollen. Mhm. Wenn die können alles rausschneiden, was die benutzen können. Ich habe ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Aber ich habe noch viel vor in meinem Leben. Ja, das ist immer ganz wichtig. Und wie ich gesagt habe, jeder hat Kleinigkeiten und Zipperlein. Ja, und zu sagen, dass man wird durch das Leben gehen ohne etwas, ist blöd. Ja. Es ist undenkbar. Ich habe eine sehr gute Arzt, der ist auch mein Freund. Und ich habe für ein paar Jahre eine kleine Operation hier in der Schlagader, weil es war ein bisschen zu, aber innerhalb von 3 Tagen war ich raus. Aber ich könnte nichts essen 2 Wochen lang und das war natürlich sehr gut für meine Figur. 2015, da haben wir eine Veranstaltung gemeinsam gemacht, du hast auf der Bühne gestanden, ich stand davor und plötzlich hast du einen Satz gesagt, letzter Song, da hast du gesagt, das war's, ich höre mit der Karriere auf. Ja. Ich habe mich total erschrocken und Tage, und Iris hat gesagt, bitte sag es nicht und 2 Tage später hast du gesagt, naja, das war so eine Stimmung und so weiter. Wie kam das eigentlich zustande damals? Ich habe... Nach dieser Operation, ich habe nach einer Woche bin ich wieder auf der Bühne gegangen oder ein paar Wochen und das war ein Fehler. Aber das ist typisch von Leuten im Showgeschäft. Man denkt, man ist unsterblich. Und man versucht das zu schnell zu machen. Genauso Fußballspiele, die gehen auch wieder zu früh auf dem Platz. Das heißt, in dem Moment, du hast gesungen, hast ein tolles Programm gemacht, hast aber gemerkt, irgendwie die Kraft reicht. Ich habe einen Schwächeanfall gehabt, aber wenn ich denke zurück, das war draußen, das war 40 Grad, meine Kabine zu umsehen war 45, 50 Grad und ich frage mich, warum ich habe ein komisches Gefühl gehabt nach einer Stunde auf der Bühne draußen. Und das war ein Fehler, aber ich dachte, ich gebe auf, wenn ich weiß, dass ich das nicht machen kann, was ich machen möchte. Und ich war ein bisschen wackelig, aber das war mehr durch die Temperatur. Und das war aber so eine Kurzschlussreaktion auch, zu sagen, so unüberlegt zu sagen, ich höre jetzt auf. Ja, aber dann habe ich in die Maschine gesessen. Und ich dachte, das mache ich nicht. Ja, komm, jetzt lacht die Iris auf. Was soll ich ohne die Bühne? Ja, ich denke, nein, das ist nicht für mich. Ich kann ohne Showgeschäft, ohne einen Auftritt auf der Bühne nicht leben. Das ist eine Krankheit mit mir. Nö. Und ich werde sterben auf der Bühne. Ich bin ganz sicher. Ich sterbe dann vom Mikrofon. Weil das alles ist, klar, siehst du, we both go down together. Genau, und wir geben beide 99,9%. Hier ist Graham Bonney bei Radio B2. Radio B2 ist hier Chefsache, mache im Gespräch. Graham Bonney, eine lebende Schlagerlegende, mein Gast. Zum Abschluss, Graham, bevor wir dich wieder nach Hause ins Rheinland schicken, noch ein paar Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn... Fußball an ist. Deutsche Vereine schon, ja, ne? Ja, Köln. Oder Liverpool. Ich bin im Moment ein Fan von Liverpool, weil... Der Jürgen Klopp er wird die nächste König in England, weißt du. Die lassen ihn nicht wieder nach Deutschland kommen. Ja. Aber meine Mannschaft ist West Ham United. Meine größte Niederlage? Meine große, dass ich habe keine zweite Hit in England. Meine Schwäche ist? Schokolade. Und meine Geburtsstadt, was ist die Verbindung zu London? Verbindung... ist Cockney-Sprache, was eigentlich ähnlich ist, Kölsch zum Köln. Ja,
Also eigentlich so ein ja, wie ich nicht, ein fieser Dialekt, aber so ein Wegschleifen. It's like this, you know, I'll speak like that, you know. Ja. Kommt mir irgendwie aus dem Radio bekannt vor. Ja, ja. Ich habe zum Abschluss noch ein Lied. Du bist viel zu schön, um alleine nach Hause zu gehen. Wann war das? 72? Oh, lange her. Lange her. Graham Bonnie bei Radio B2. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass du uns noch lange erhalten bleibst. Danke für den Besuch. Danke vielmals.